Hallo und herzlich willkommen mit einer Aufnahme mit ganz vielen Gästen. Juhu! Ja. Ihr seid alle Männer! Stellt euch doch alle mal vor. Da, du, Sai. Ich bin der Sai Kadakasul. Also der Sai und ich baue hier riesige Türme. Okay, ja. Und wer will als nächstes? Der Tobi möchte. Ja, ich will. Ich bin der Tobi von Kanal Beat Game LP. Wir haben ja schon relativ lange vorher geschrieben. Ja. Muss ich zugeben. Ja, und ich bin halt der Marius. Im Ingame heiße ich In Your Face und ich mach bei dem Kanal Beat Game LP mit. Sehr schön. Und dann gibt's noch die Tani, die kennen wir ja schon. Aber ja, die ist nicht so wichtig. Hallo? Sehr schön. Überall Ghule. Wir sind keine Ghule. Klasse Ghule, ey, ich brauch auf jeden Fall ich brauch eine Fatman oder so. Ich würde euch raten, dass ihr euch erstmal ausrüstet. Hier im in der Werkzeugkiste ist nichts, was ihr gebrauchen könnt. Ich brauch eine Laserpistole. Aber wir haben hier in der Silberkiste Eisen. Darf ich mir Holz mitnehmen? Ja. Tobi, das geht nicht. Du darfst dir nix. Darf ich mir aus dem Eisen eine Rüstung machen? Ja, ne? Nee. Doch. Hab ich doch gerade gesagt. Ich habe noch eine Frage. Warum ist da unten keine Dings mit Loren drin? Keine. Ja, weiß ich nicht. Wo sind die Loren? Gib mir eine Loren. Die sind in der Zeugkiste. Zeug. Da sind 4 Loren. Und. Danke. Voll viele Schallplatten doppelt. Mit einem Doppel. Ja, wir haben alle doppelt. Voll bescheuert. Ihr seid auch doppelt. Deine Mutter ist doppelt. Ah, sie kommt wieder und... Like Nender Man. So. Könnt auch Bogen und Pfeil benutzen. Benutzt das schon. Tunnel an. So. Was? Oh, da ist ein Enderman im Stall. Ein Enderman? Ein Enderman. Ja, der tanzt da mit dem Pferd. Inder in the Hood. Ja. So. Hey, ich sag Jeff. Was war das denn? Ach, der. Hier ist. Es regnet. Das höre ich ja nicht. Was kleine Endermänner besonders gerne haben. Ja, deswegen ist der gerade hier so ganz crazy rumteleportiert. Wie steigt man nochmal aus? Mit STRG. Irgend so einer Taste, genau da in der Richtung. Mit so einer Taste. Stimmt gar nicht, Steuerung funktioniert nicht. Dann hau das Minecart kaputt. Das geht nicht, ich kann nur auf den Boden hauen. Hallo, bitte baut mich jemand ab. Scheiße. Boah, ernsthaft? Ey. Wo bist du denn? Ich kann ganz normal essen und alles. Nur hier oben, in der scheiß Tunnel. Und dann kann ich nicht raus. Warte, ich bin schon auf dem Weg. Die werden wahrscheinlich gleich explodieren oder so, im Tunnel. An dem wir 1000 Milliarden Folgen gesessen haben, wissen wir ja. Er ist ja weggefahren. Ganz oben. Ach so, okay. Schön, ihr seid ausgerüstet. Vielleicht sollten wir noch Betten bauen. Scheiße, die ganze Wolle ist im Schafstall. Jetzt mal echt. Eigentlich sollte ich schon längst hier rausgekommen sein. Ich glaube, ich war. Ja, ihr habt einen Fehler gemacht. Warum hat Marius einen Pfeil im Rücken? Ja, weil mich ein Skelett abgeschossen hat. Das war der Dieb. Glowstone. Sau. Ja, aber deswegen bleibst du doch nicht stehen. Doch, der ist. Ihr habt den Glowstone. Ihr hättet den eins weiter nach hinten machen müssen. Aber jetzt ist über mir nicht genug Platz gewesen. Und ich glaube, ich hänge deshalb mit dem Kopf. Irgendwie bin ich an die Decke gestoßen und bin deshalb nicht hochgefahren. Ach ja, von wegen. Ja. Du bezweifelst meine Baukunst. Ich bezweifle alles, was du tust. Zu Recht. Boah, echt, ey. Habt ihr da oben Betten? Obwohl, es wird gerade Tag. Dann müssen wir gar nicht schlafen. So, jetzt habe ich die scheiß Schiene abgebaut. Bau mal hier so ein Feldlager auf. Oh, danke. Danke. So, wo ist die Kackschiene? So. Oh, Creeper. Wo treibt ihr euch denn rum? Soll der Creeper zum Haus? Nein. Hallo? Da kommen zwei. Ja, los. Nicht. Komm, ist egal. Wir müssen den Weg aufbauen. Hast du den schon gesehen? YOLO.
Ja, der Weg, der sieht professionell aus, der Weg. Ach, übrigens, wer noch einmal YOLO sagt, dem, für den sorge ich, dass es nur YOLO ist. Oh. YOLO? Entschuldigung. Ich kann dafür sorgen, dass man nur einmal lebt. Genau, schaut euch mal um. Ein Tod, ein Bann. Hier der Hobbykeller schon wieder zugewuchert. Scheiße, da, hier ist ein Creeper. Oh, meine Ohren. Ja, da, lass den einfach mal hochgehen oder so. Nicht in meinem Turm. Achso, nee, nicht im Turm. Nicht im Turm, das ist scheiße. So, wo seid ihr jetzt eigentlich alle? Weiß ich nicht. Ich bin im Tunnel. Ich bin hier beim Haus. Können ja mal hier hoch. Jetzt hört auf mich zu schießen. Ich brauche mehr Fackeln. Am besten sollte ich den ganzen Turm mit Flammen setzen. Ihr seid auch im Haus. Schaut ihr euch mein wunderschönes Schiff an von oben. Niemand mag ein wunderschönes Schloss. Schiff. Schiff. Mag auch niemand. Das Schiff ist cool. Das Schiff ist... es ist eher ein Floß. Warum ist das blaue Schaf jetzt hier? Ja, das ist weggerannt. Das kannst du aber das sieht schon alles sehr cool aus hier, muss man schon sagen. Also die Häuser gefallen mir. Ihr müsst euch mal den Turm oben angucken von Sai. Der ist zwar noch nicht fertig, aber... Und ich reiß den jetzt wieder komplett ab. Was? Nein. Wir müssen mal einen Weg zum Tunnel hier hinbauen. Ja, und wie gesagt, also ich habe jetzt eine Schiene rausgehauen. Dann hat Tani mich ja gerettet. Auf jeden Fall fehlt jetzt eine Schiene, obwohl ich meine Schiene wieder zurückgelegt habe. Und ich musste bemerken, ich stand mit den Füßen im Boden. Ich musste erstmal springen, damit ich wieder irgendwie sozusagen auf den Boden lande. Also irgendwas ist da komisch. Treppen. Ja. Der Turm. Ist das hier oben der Turm? Ja, aber der ist noch nicht ganz fertig. Oh, ich dachte schon, der Erdturm jetzt. Der ist noch nicht mal bei der Hälfte. Scheiße. Oh, Creeper im Turm. Ja. Der ist groß. Ja, geh mal weg da. Ah! Der darf überall explodieren, nur nicht im Turm. Okay, dann locken wir den mal raus. Also ich hab schon genug Stress mit diesem scheiß Turm. Ich glaube, er kommt, ne? Ja. Er kommt. Er scheint reich. Aber wenn ein Creeper kommt, ist das sehr lustig. Ja. Er ist neben dem Turm explodiert. Keine Richtig. Sorge. Das, was wir eigentlich wollten. Ja. Hallo? Kommt das Skelett her? Kenner Arschkriegs. Ja, der Turm ist beeindruckend. Was? Ja, der ist geil. Ja, aber ich muss den noch höher machen. Das ist ja irgendwie erstmal sozusagen das Fundament. Erinnert mich irgendwie an den Turm von Hexed. Ja. Wem? Bloß um dreifach größer. Mhm. Hier schneidet ja alles zu, das ist doch voll bescheuert. Ja? Ich musste bei unseren Folgen letztens, wo ich die benannt habe, so lachen, wo wir beide irgendwie, da warst du im Minecart und ich hab dich einfach wieder zurückgeschubst und du hast so, blöde Arschdickkuh, Ja. Hauptsache, du kannst über deine eigenen Witze lachen. Hä? Ich hab über Naika gelacht. Ja. Ja, ich hab gesagt, blöde Arschfickkuh. Ja, Arschfickkuh. Jeder sollte eine Arschfickkuh haben. Soweit ich die Aufnahme mal geguckt habe, ist auch irgendjemand immer in die Schluchten gefallen. Ich glaube, das war ich nicht. Wir fallen alle öfter mal in die Schluchten. Passiert. Außer ich. Ich falle nicht so oft runter. Ja. Wir könnten uns ja gleich mal alle bewaffnen und hier das ganze Fichtenholz abschlagen. Bei mir am Turm oder wo? Ja, hier auf der anderen Seite. Wo Tani ihr Haus bauen will. Ihr könnt ja auch bei mir unten am Turm schon mal roden. Roden? Ja. Was, roden? Ja. Roden. Wir sollen die Bäume abroden. Mit Hoden aus Stahl! Ist ja nicht so, als hätten wir schon genug Fichtenholz hier in der Kiste. Wie war das nochmal so schön? Bones of Steel. Ja. Und dann kommt Magneto. Was, Baguette? Magneto kommt dann. So, ich gehe mal ins Lager kommt. Und... Ach ja, Balls of Steel, dann kommt Magneto. Damit wir was Sinnvolles machen, ich gehe ins Lager und hole Äxte. Ja, ich habe schon eine Axt mit. Ja, eine reicht, glaube ich, nicht. Wenn du schon mal dabei bist, brauchst du mal Spitzhacken. Spitzhacken? Okay, mache ich auch noch ein paar. Hey, hier ist unsere unentdeckte Pyramide. Wo bist du denn? Was machst du eigentlich? In der Wüste unser Essen. In der Wüste. Wollen wir nicht zusammengehen? Ihr habt mir zu lange gebraucht. Ja, die wollten sich doch erstmal alles angucken hier.
Aber in der Wüste Essen suchen ist sowieso ein bisschen komisch. Ja, aber da, ja. Jetzt, da sind immer so viele Schweine bei uns. Also so. Leckere Kaktusse schmecken gut. Es gibt ja Kakteen, wo man Blüten von essen kann, ne? Ja, das schmeckt nach jetzt Erdbeer. Jetzt in Minecraft? Nee, nein, nein, in echt. Ach so. Schmeckt ja, das nach gibt's. Erdbeer und so ein bisschen. Echt? Hast du schon mal probiert? Ja. Aber irgendwie halten Karotten nicht lange, finde ich. Also wenn man die isst. Wir sollten nie wieder Karotten anbauen. Naika? Ich habe gestern Vanille-Himbeer-Cupcakes gebacken, die waren so geil. Nein. Ah. Aber ich gebe dir nichts ab. Genau. Hast du gebacken, weil Valentinstag war? Nein, einfach nur so. Wir haben ja heute erst gegessen. Ich glaube, am 10. und am 12. war irgendwie Single- und Froh-Drüber-Tag. Hast du das auf Facebook gelesen? Ja. Aber ich wusste, dass es wieder nur so ein erfundener Tag ist, wo der ist. Am 14. war auch Tag des Kondoms. Oh das Mann, was gibt es alles? Wissen, ja? Was gibt es alles? So, jetzt mal zu 4, zu 5 so eine Höhlentour machen, ne? Ja, genau, dann ist ein Tour. Und dann lass uns den Tag der Lümmelste feiern. Ich muss erstmal diesen wunderbaren Erdpenis hier bewundern. Hab ich bestimmt gebaut. Ja. Da kann ich richtig zählen. Wo denn? Na hier, wo die Fackeln dran sind. Was, ich kann nicht richtig schön zählen? Nein. Was, warum? Ich muss Fehler ausbügeln. Was für Fehler denn? Hab ich den Ring falsch gebaut? Nein, der ist schön, der Ring. Nur, Aufhören, Tobi. Ich muss ja hier mein eigenes, ich hab das die ja rausgenommen, dass man sich mit Schneebällen abwerfen kann. Aber noch. Nein, das geht eigentlich. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Ist PvP aus? Ja. Warum das denn? Es ist oh ja, das ist aus. Mach's doch an. Soll ich? Mach doch. Ja, aber dann tötet mich. Renn, Tobi, renn. Aber ich habe 41. Bitte tötet mich nicht, ich habe 41 Level. Alle auf Nike! Oh, ich glaube, ich fahre gleich nochmal zurück zum Verzauberungstisch. Kannst du mir eine Diamantspitzhacke verzaubern und mir hochbringen? Nee. Ich bin jetzt schon hier oben. Ja. Ich leg dir jetzt gleich Spitzhacken hier in deine Kiste. Danke. Hm? Nein! Aber hey, ich habe eine eigene Kiste. Nein! Nein! Jetzt hat mir wirklich das Minecart weg. Nee, ich fahre mit dem Minecart weg. Cool. So, seid gibt's ihr jetzt eigentlich auch auf? Tobi. Was? Ich? Nee, Moment mal, nee. Okay. Wo seid ihr Jungs eigentlich denn? Ach, ihr seid da im Tunnel. Was macht ihr denn da? Ja. Warte mal. Wir haben uns gerade den schönen Tunnel angeguckt. Ich wollte euch doch. Aus Versehen in das Minecart gestiegen und jetzt kann ich nicht mehr anhalten. Muss gleich zurückfahren. Warte mal, bleib mal stehen. Renn nicht weg. Lauf fühl, fühl dich jetzt angesprochen. Los. Ich will dich mit Äxten bewerfen. Das Minecart ist jetzt alleine weitergefahren. Na egal, ich komme mal zurück. 2, 3. Kriegst 3 Äxte. Und dann geh jetzt Fichten kloppen. Mach dich nützlich. Okay, ich klopp die Fichten tot. Ja. Mach das, Tobi, ja? Eins, wenn du was anderes machst, kriegst du Schläge. Na, ich hab hier Schneebälle, hier ja. Noch 3 Äxte. Coole Sache. Tobi, wir müssen hier in die Richtung. Mit der Peitsche. Ich könnt auch hier in der Seite raus. Okay. Boah, ich wünschte, wir hätten diese Mods drauf, wo man eine Atombombe bauen kann. Oh, ja, Jux. Nein. Lieber nicht. Oh, jetzt dann werde ich nämlich eine unter dem Turm positionieren. So für einen Notfall, falls zu viele Creeper da sind. Ja, genau. Weg mit dem scheiß Turm. Und mit der Welt. Und gleich mit dem gesamten Berg. Ja. Boah, oder noch besser. Da ist dann nicht nur der Berg weg. Da ist auf jeder Etage eine Atombombe. Ja, okay. Oh. Alter, ist mehr als der Berg weg. Sehr viel mehr. Ja. Boah, das wäre geil. Da-da-da. Dann können wir einfach drauf machen, den Mod. Nee, lieber nicht. Das baut wirklich eine Atombombe. Ja. Schön wär's, wenn der Timber-Mod drauf wäre. Ein kleiner Moment. Oh nein. Das wäre zu einfach. Eine einzige Eisenspitzhacke. Wieso? Wie hat der das denn gemacht? Angefahren.
Schnucki. Was? Schnucki wurde angefahren? Das ist die Katze von Tani. Ach so. Marius denkt das. Marius denkt. Nee, ich kenne das. Mit Katzen anfahren oder überfahren, dass sie dann nicht mehr laufen können. Also er sagt, dass sie überhaupt nicht mehr leben. Ja, das ist voll schlimm. Ja, ich hatte nämlich auch mal zwei Katzen, aber die Autofahrer meinten ja, da steht eine Katze auf der Straße, da gebe ich nochmal extra Gas. Ja, die Autofahrer sind aber irgendwie auch nicht immer schuld. Die erschrecken sich manchmal die Katzen, dann hüpfen die da raus und das hätten die besser nicht tun sollen, so ungefähr. Das stimmt auch. Das ist meistens trotzdem arme Katzen. Ja, ja. Den Autofahrer, den bemitleide ich nicht. Nein, also da macht sie halt einfach nur mal bumm und dann. Mhm.